Sie ist wieder zurück. Claudia Norberg hat jetzt ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Trennung von Schlagerstar Michael Wendler im Oktober 2018. Seitdem sorgt der 47-jährige Sänger mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura immer wieder für Schlagzeilen. Claudia ist dagegen von der Bildfläche der Öffentlichkeit verschwunden. Bis jetzt. Bei einer Musical-Premiere läuft sie nun wieder über den roten Teppich und posiert gekonnt für die Kameras. In einem trägerlosen, pink gemusterten Minikleid und silbrig funkelndem Statement-Schmuck zieht die Blondine alle Blicke auf sich. Die ebenso silbernen, hochhackigen Römer-Sandalen betonen dabei die schönen Beine der 48-Jährigen. An ihrer Seite ausgerechnet Goodbye-Deutschland-Kollege Chris Töpperwien. Genau wie einst Claudia und Michael ist der Gastronom in die USA ausgewandert. Der Wendler, der insgesamt 29 Jahre mit seiner Claudia zusammen war, und Chris kennen sich gut. Erst vor wenigen Wochen hatten sich die beiden TV-Auswanderer mit ihren jeweils jüngeren Freundinnen auf Mallorca getroffen. Doch dass zwischen den beiden eine vermeintliche Rivalität herrscht, wurde vor wenigen Tagen klar. Michael gesteht auf Instagram, dass ihn der Kontakt zwischen Laura und Chris ziemlich eifersüchtig machen würde. Uff, ganz schön dicke Luft. So ganz ernst gemeint scheint der kleine Seitenhieb von den Turteltäubchen Michael und Laura zwar nicht gewesen zu sein, wie sie direkt danach auflösen, trotzdem. Erst Laura und jetzt auch noch Wendlers Ex-Frau Claudia. Zufall? Eines ist jedenfalls klar. Claudia Norberg sieht bei ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit einfach umwerfend aus, egal in welcher Begleitung.